Sehr geehrte Frau Stadtverordneten, Frau Steuerin, sehr geehrte Damen und Herren, es ist ja extra auf die TU 1 gehoben worden, um darüber zu diskutieren. Und ich dachte, dann wird auch darüber diskutiert, was sind denn eigentlich die Anforderungen. Wir waren dann doch überrascht, ich weiß nicht im Ausschuss, dass es ja vor allem eigentlich das Lob ist, was in den letzten Jahren alles gemacht wurde. Und ich finde die Richtung, mit dem, dass man damit auch festschreibt, für die nächsten Jahre soll der Ansatz mit der Stärkung von dezentralen Stadtteiltreffpunkten gestärkt werden, den finde ich total richtig und deswegen werden wir auch zustimmen. Ich glaube, man darf sich nur nicht vertun, das ist nicht das Programm für eine seniorengerechte Stadt. Also was in den letzten Jahren gemacht worden in dem Bereich Senioren und Seniorinnen, das haben wir leider ganz gesagt, die Pflegeeinrichtung ist privatisiert worden, die letzte kommunale, die wir hatten. Es wird immer schwieriger, Kurzzeitplätze zu finden. Busverbindungen, hohe Seniorenheime unter anderem wurden gestrichen und auch im Moment ist es ja immer noch, also ist der Ausbau noch nicht besonders vorangekommen im ÖPNV. Also Sie sehen ja selber auf der, in der Vorbemerkung auch, wo ich dem Satz total zustimmen würde. Eine altersfreundliche Stadt zu entwickeln bedeutet nicht, eine Stadt nur für ältere Menschen zu gestalten. Barrierefreie Zugänge zu Wohnraum, ÖPNV und öffentlichen Gebäuden helfen nicht nur älteren Menschen, sondern allen Menschen. Das ist total richtig und das ist ja die Grundlage dafür, wie eine Stadt gestaltet sein muss. Aber zum ÖPNV habe ich schon was gesagt, da geht es natürlich auch um Tickets. Wir fordern nach wie vor, dass wir auch für Rentnerinnen der ÖPNV zum Nulltarif da ist, damit tatsächlich Teilhabe geleistet wurde. Barrierefreie Zugänge zu Wohnraum, wie viele barrierefreie Wohnungen sind denn tatsächlich entstanden in den letzten Jahren? Inwiefern haben Sie denn zugestimmt, wenn es darum ging, auch festzulegen, dass eine bestimmte Quote barrierefrei gebaut wird? Inwiefern gab es denn jetzt Konzepte, die umgesetzt wurden, dass wenn ältere Menschen, die eigentlich gerne aus einem großen Haus auf Umzug ziehen würden, vielleicht näher auch die Familie in den Stadtteil, aber dort einfach keine bezahlbare Wohnung finden, welche Unterstützungsangebote gab es denn dazu? Wurde ja auch abgelehnt. Ich finde, wir müssen bei den barrierefreien Zugängen wirklich darüber nachdenken, wie wir das verbindlich festlegen im Neubau und wie wir Barrierefreiheit auch sonst durchsetzen. In öffentlichen Gebäuden, es gibt immer noch Bürgerhäuser, die keinen Aufzug haben, und das sind die städtischen. Auch da ist nicht besonders viel passiert. Also wenn wir über seniorengerechte und altenfreundliche Städte sprechen, dann ist es nicht nur die Beratung, die man dann mit den schwierigen Situationen, wenn man eben vielleicht nicht mehr die Kraft hat oder das Geld hat oder die Ressourcen, wie man am besten ohne Beratung einfach gut leben kann, indem man eine bezahlbare Wohnung hat, wo man vielleicht auch bleiben kann, weil sie barrierefrei ist. Und ansonsten ist natürlich auch noch das Camp, die Themen, die immer wieder genannt werden, auch im Seniorenwahlrat, wir brauchen mehr Bänke, wir brauchen öffentliche Toiletten. Das findet sich ja hier noch nicht, also wir haben da schon noch einen weiteren Weg zu gehen.